Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Tickets Adventure und dem Event der 12. Geburtstag. Da oben geht's weiter. Na ja, okay. Ein Foto, ja. So. Lieber Didi, alles Gute zum Geburtstag. Du bist mein Spielkamerad. Ich stehe mit dir auf und gehe mit dir ins Bett. Du erhältst meine Tage und nimmst mich auf vielen Reisen mit. Möge unser gemeinsames Abenteuer noch lange dauern. Ja. So. Okay. Jo. Ich habe meine Wasserpfeife in dieser Hütte verloren, nachdem ich eine seltsame Stimme gehört und einen riesigen Bären gesehen habe. Bringen Sie mir bitte zurück, ich werde dich mit meinen Schlüsseln belohnen. Eine Wasserpfeife, okay, gut. So. Da komme ich hin. Wie geht's da? Jetzt da unten irgendwo weiter? Nö. So, dann ist alles weg da. Gut, also jetzt geht's hier weiter. Da unten geht's weiter. So. So, dann können wir jetzt in die Hütte reingehen, ne? Okay. Was hattest du zu erzählen? Wie ich sehe, hat schon lange kein Mensch mehr in diesem verrotteten Schuppen gewohnt. Du weißt, was zu tun ist, einen Weg in den Keller zu finden. Ja. Na. So. Da geht's runter. Das ist die Wasserpfeife. Nun, ne? Gut. Ich sehe da gerade was. Okay. Den kann ich noch lassen. Gut, so, ich gehe jetzt aber erst mal raus und hole mir den Schlüssel. Ja, so, jetzt geht's hier weiter. So, was haben wir denn da? Drei, einer fehlt, ne? Ja. Gut. Meine Forschung über verbotene antike Bücher und die Anwendung dieses Wissens hat endlich Früchte getragen. Ja, Ausmaß ist gering, aber die größere und ehrgeizigere Projekte sind in Arbeit. Ja. So. Da ist nichts drin. Gut. Ach, da kommen wir rum. Okay, gut. Dann kann man den jetzt da runter schieben. Ne? So. Dann kann man den holen. So. Ne?
Dann kann man sich stehen direkt darunter. Zack. So. Schlüssel nehmen wir mit. Okay. So, das waren nur zwei. Okay, gut. So, was haben wir denn da? Der, der Frosch auf die Axt. Achso, der Löwe. Der Löwe guckt dahin. Der Käfer. Der Käfer, den sehe ich jetzt gerade nicht. Warum nicht? Ja gut, dann nehmen wir den Frosch, nee, den Panda, den David Yelt. Der Frosch, wo war er? Da ist der Käfer auf die Rose. Den habe ich nicht gesehen. Und der Frosch, den hatte man auch noch irgendwo, aber das ist mir egal. Zack. Ja. Ah, okay. Halt, nee, da muss ich erstmal hin. So. Hier geht's zum Schatz. So, okay, den machen wir nach Klatze hier. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Digi. Die Jahre vergehen, aber du bleibst jung. Danke, dass du uns reisen und träumen lässt. Ja. So. Wie fangen wir denn an? Ah, genau. Wir fangen an mit den Knochen. Das ist die 1. Dann haben wir die 2. Das ist der da oben. Die Nummer 3 ist das hier. Die Nummer 4 ist das hier. Die Nummer 5 ist das hier. Und die Nummer 6 ist, achso, da oben ist es, das hier. Ja. Okay, so. Gut, und dann können wir jetzt dahin gehen. Hier haben wir schon wieder. Na. Okay. Ja, jetzt geht's noch dahin. Da hinten muss ich auch noch rüber. Ja. Achso, ich brauche da. Da ist ein Foto. Ja.
steht auf den Blumen. Der Panda auf die Blume. So, dann haben wir den Löwen. Das und der Frosch auf das. Gut, so. Was haben wir hier? Nach mehreren gescheiterten Versuchen, eine verstorbene Person wiederzubeleben, scheint das neueste Verfahren sehr vielversprechend zu sein. Uts. Ich habe es geschafft, mehrere tote Tiere vollständig wiederzubeleben. Der einzige Nachteil ist, dass ihr Verhalten von dem üblichen abweicht. Okay, so. Ja, ich gehe erst hier oben rum. Blau ist das da unten. Machen wir mal erst den blauen, ne? Und der geht nach unten. Und dann haben wir das Dreieck. Da ist der schwarze. So, und der geht wohin? Na, nach rechts unten. Und dann haben wir den weißen, der geht da drauf. Und der orange geht da drauf. Nehme ich so. Na, achso, der geht da gar nicht hin. Na, jetzt, so, jetzt aber. Einmal und der Weiße geht wohin? Nach dahin. Okay. Gut. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Der wiederbelebte Mensch kann mit einer synthetischen Gehirntransplantation repariert werden. Ja. Gehirne. So, da komme ich in einer kleinen Spannung an. Maschine ist bereit. Ich muss nur noch das Gehirn einsetzen und sie einschalten. Ich brauche eine kurze Pause. Hoffentlich werden diese verrückten Tiere nichts durcheinander bringen. Achso, das Gehirn, das müsste dann da sein. Den habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Okay. So, der Löwe guckt auf E. Ach nee, das soll ein Drachen sein, ne? Der Drachen guckt auf U. Das Schorf auf das da oben. Die Schildkröte auf das da. Nee, doch, genau. Und der Löwe auf das E. Gut, zack, 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 hopp.
Ich habe immer noch kein Gehirn gesehen. Ach so, da ist es doch. Ja. Und so, rein damit. Bock, Gehirne, ja, geh ich jetzt rein. Hey Mann, wer bist du? Und wie bist du in mein Haus gekommen? Wenn ich mich umsehe, muss ich nach dem Frühstück die Spinnweben entfernen. Ja, sprich mit Mord. Oh. Weißt du, du erinnerst mich an eines meiner Familienmitglieder. Ja gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kick. Bis zur nächsten Folge und tschüss, sagt ihr Toto.